Meine Mama sagt immer zu mir, Bur, auf deinem Hemd sieht man die ganze Speisekarte. Soll heißen, ich patze mich regelmäßig an. Wie das bei den österreichischen Promis so aussieht, wir fragen nach. Auch die Austro-Promis sind vor kleinen und auch etwas größeren Peinlichkeiten nicht gefeit. Das Peinlichste, was mir passiert ist, ist, dass ich der Birgit ein Cola draufgeschüttet habe meiner Freundin und die war ganz weiß angezogen. Und das Cola hat leider dann das Problem gemacht, dass dieser Fleck an einer Stelle war, wo es wirklich ausgeschaut hat, wie wenn sie das Klo zu spät erreicht hätte. Da ist eine Frau neben mir gesessen und ich war mit Freunden und habe schon ein bisschen Alkohol getrunken gehabt. Das würde auch die Geschichte jetzt erklären. Und die geht auf die Toilette und ich dachte aber, sie geht nach Hause und hat schon gezahlt. Und sie hat den Kaffee nicht richtig getrunken gehabt und hat aber Kekse dazu bekommen, so Cantuccini. Ich habe gedacht, ich nehme mal die Cantuccini, habe sie gegessen. Und in dem Moment, wo ich sie gegessen habe und vom Tisch gegriffen habe, ist sie zurückgekommen von der Toilette. Dabei sind unsere Promis doch darauf getrimmt, die guten Tischmanieren zu beherrschen. Wir mussten mit angelegten Armen sitzen. Wir haben Bücher unter die Arme bekommen, damit wir wirklich beim Essen die Arme anlegen. Wir haben kleines Gampi-Muster aus Papier bekommen, weil das hätte es natürlich nicht gegeben. Die Mutter hat alles ganz genau erklärt. Ganz so streng wollen wir es dann doch nicht nehmen, oder? Mir ist es wichtig, wie man Gabel und Messer nimmt. Also ich hasse es, wenn jemand Gabel und Messer so nimmt und so schneidet. Na, das geht doch wirklich überhaupt nicht. Wir werden unseren Promis auch in Zukunft ganz genau auf die Finger schauen. Die aktuellen Trends.